taktische Marschroute war, den Gegner früh zu stören, Überzahl im Ballnähe zu schaffen und zu Fehlern zu zwingen. Und da hatten wir natürlich einen guten Gegner, der sich auch aus einigen Situationen befreien konnte. Aber wir haben auch viele Situationen darauf beschworen, wo wir dann wirklich im Ballbesitz kamen und schnell umschalten konnten. Ja, also das ist eigentlich wie immer bei uns, dass wir in den ersten 15 bis 20 Minuten stark spielen, unser Tor machen. Und sobald wir ein Gegentor kassieren, brechen wir jedes Mal zusammen. Wir haben einfach an uns geglaubt, haben vor allem immer wieder Chancen produziert. Und glücklicherweise haben wir dann die erste 100%ige in der zweiten Halbzeit genutzt. Und dann ging natürlich nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, dass sie gemerkt hat, wir können gewinnen. Und so war das zweite Tor, war Weltklasse rausgespielt. Also natürlich war es heute schlecht, dass wir heute verloren haben. Mit einem Sieg hätten wir noch beruhigt weiterspielen können, aber jetzt wird es nochmal halt spannend. Und wir müssen halt zusehen, dass wir da die Punkte holen. Wir haben jetzt die letzten drei Spiele für uns entschieden. Das war letztendlich erstmal nicht zu erwarten. Andererseits aber umso mehr Lob an unsere Truppe, die wir vor kurzem erst neu zusammengestellt haben. Wer die Geschichte der ersten A-Jugend kennt, der kann das nachvollziehen. Und insofern sind wir natürlich alle glücklich und zufrieden, dass wir beide jetzt im Team hier das bisher so gut hinbekommen haben mit der Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz, das Lob gilt natürlich an die Truppe, die heute bei diesen doch wirklich warmen Temperaturen, weil es war ja schon heiß, das so aufs Parkett gebracht hat und war sicherlich nicht einfach für uns in der Situation. Dennoch, denke ich mal, eine recht vernünftige, ansprechende Leistung.